Hallo aus der Hexenküche der Ro. Und zwar mache ich heute ein Bauernbrot. Ich habe mir das im Cookidoo rausgesucht. Gehe jetzt auf Kochvorgang starten. So passt 360 Gramm kaltes Wasser. Passt. Dann nächster Schritt. 20 Gramm Germ, frische Germ. Ich persönlich nehme immer die da, die mag ich am liebsten. Die kaufe ich mir im Spar, die finde ich persönlich am feinsten. So, passt. Weiter. Dann 100 Gramm Roggensauerteig flüssig. Ich persönlich habe immer ein Anstellgut zu Hause, das schaut so aus. Ein Anstellgut macht ihr zu gleichen Teilen, also sprich Hausnummer 100 Gramm warmes Wasser und 100 Gramm Roggenmehl. Ich habe jetzt da steht, wir brauchen 100 Gramm. Ich persönlich nehme immer gerne ein bisschen mehr. Warum? Weil dann ist es ein bisschen geschmackiger, es hat ein bisschen einen säuerlicheren Touch. So. Gut. Okay, jetzt habe ich da 246 Gramm Roggensauerteig. Dann gehe ich auf Weiter, dann sage ich mal 400 Gramm Weizenmehl glatt. Ich nehme beim Weizenmehl immer ein bisschen weniger. Und zwar nehme ich beim Weizenmehl ungefähr 300 Gramm, maximal 350. Nochmal 350. Und dafür machen wir dann, dann nehme ich eben dieses W700 glatt. Dann gehe ich in den nächsten Schritt. Dann sollte man 250 Gramm Roggenvollkornmehl. Da nehme ich jetzt 300, weil ich ja beim Weizenmehl weniger gehabt habe. Perfekt. Dann gehe ich auf Weiter. Dann sage ich mal 1,5 bis 2 Teelöffel Salz. Ich nehme immer 2. So. Dann sage ich mal 2 gehäufte Esslöffel Brotgewürz. Das Brotgewürz, das ist im Cookidoo drinnen, das mache ich mir immer selber. Da ist Anis, Koriander, Fenchel und Kümmel drinnen. Dann sagen wir Mixtopf einsetzen. Ah nein, stopp! Was jetzt da nicht drinnen steht, ich tue mir immer einen Schuss Apfelessig mit dazu. Ungefähr ein Tee bis ein Esslöffel. Ja, das ist einfach für die zusätzliche Säure, dann geht es ein bisschen besser auf. So ein kleiner Bäckertrick von meiner Mama. Weiter. Gut, und dann tut er 2 Minuten 30 kneten. Und jetzt gehe ich auf den nächsten Schritt. Dann schreibe ich mal, sollte der Teig zu trocken sein, kann ich 20 Gramm kaltes Wasser nachtun. Das ist aber jetzt etwas, wo ich sage, passt super von der Konsistenz her. Seht's? Ist perfekt. Kann sogar noch ein bisschen, Mehl nachgeben, dass er mal ein bisschen kompakter wird. Ein kleines bisschen, 10 Gramm ungefähr, passt, dann sage ich weiter. Dann sage ich mal Mixtopf wieder einsetzen und auch wenn ihr kein Wasser nachgebt und auch kein Mehl, bitte trotzdem diese Minute noch einmal kneten, weil er braucht diesen Knetvorgang. Gell? Einmal noch dran und dann knetet er wieder eine Minute.
Dann steht Teig in einem Mix, im Mixtopf mit einem Geschirrtuch zugedeckt 30 Minuten rasten lassen. Und das machen wir auch. Ihr könnt entweder den Deckel oben lassen oder ich mache ihn gern runter den Deckel und hänge einfach ein Geschirrtuch drüber. Dann kann er jetzt in aller Ruhe gehen. Und der Teig für eine halbe Stunde rasten. So, jetzt ist der Teig eine halbe Stunde gegangen im Mixtopf. Zeige ich euch. Jetzt ist er nämlich schön aufgegangen. Seht ihr das? Dann gehen wir weiter. Dann sogar Backblech mit Backpapier belegen. Dann sogar Mixtopf nochmal drauf. Weiter. Dann sogar für 30 Sekunden nochmal kneten. Gut, jetzt haben wir ihn einmal für 30 Sekunden durchgeknetet. Dann gehen wir auf weiter. Dann schreiben wir Teig auf die Arbeitsfläche geben. So schaut er jetzt wieder aus. Und dann, wenn er auf der Arbeitsfläche ist, steht Teig mit Händen zu einem Wecken formen und auf das vorbereitete Backblech legen. Der nächste Schritt kommt noch einmal. Teiglinge mit Wasser besprühen und mit Mehl besieben und die Oberfläche mehrmals schräg einschneiden. Zugedeckt nochmal eine halbe Stunde gehen lassen. So, meine Lieben, jetzt haben wir hier einen Teig. Den tue ich mir jetzt einfach raus. Wer möchte, kann da sozusagen den Deckel aufmachen. Dann fliegt sozusagen das ganze Messer mit raus. Okay? Und wer das nicht möchte, okay, weil er es von mir aus nachher noch weil er es danach noch in Turbo reingeben möchte, der nimmt einfach sowas, wenn er hat, und ansonsten dreht es mit der Hand. Okay? Wie gesagt, jetzt holen wir uns den Teig da raus. Okay? Dann holen wir uns den restlichen auch noch raus. Ich mache das mit der Hand, da geht das Zimmer schneller und einfacher. So. Und einfach einmal das Grobe raus. Und für das bisschen, was nachher noch drinnen bleibt, geht es einfach her, tut es in den Thermomix rein, einmal nach links, also auf das Haus klicken, einmal nach links und kurz den Turbo einschalten. Dann kriegt es die Reste. Dann schleudert euch das so auf die Seite. Ja? Und dann könnt ihr das im Endeffekt wieder ganz leicht rausholen. Ja? So. Der ist fast ein bisschen flüssig, aber das passt schon. So, dann ist der letzte Rest raus. Und dann gehen wir her und formen an Wecken. Je weniger ihr herumknetet, umso weniger zerstört ihr. Also sprich, einfach nur mal falten, okay, ein bisschen niederdrucken. Und ich gehe jetzt her und sage, so passt, ich teile mal den durch zwei, weil ich hätte gern zwei Wecken. Dann schaue ich mal, ob ungefähr, ob beide circa gleich viel Gewicht haben. Das passt. 670 passt. Perfekt. Und dann, wie gesagt, einfach grob zusammenfalten und dann einfach an Runden immer die Ecke kurz so einschlagen.
einmal kurz drüber gefalten und einen kleinen Teig hingemacht. Ganz sachte einfach und ein schönes Kugel gemacht. Und somit habt ihr es dann schon fein. Dann ins zweite noch gemacht und dann ab aufs Blech damit. Gut, nachdem ihr zwei Kugeln gemacht habt, tut bitte die Teiglinge besprühen mit Wasser. Ich nehme dafür einfach so eine Sprühflasche her, was auch immer ihr nehmen wollt, bleibt euch überlassen. Gut fest mit Wasser besprühen, weil je mehr Feuchtigkeit das er hat, umso besser kann er gehen. So, das heißt, ich habe ihn da jetzt gut besprüht. Gut, und dann geht ihr her und schneidet es einfach kurz ein. Wie immer ihr das möchtet, ihr könnt auch ein Muster reinmachen. Das Schneiden hat einfach den Sinn, dass es kontrolliert reißt. Und dann mit Mehl nochmal besieben. So, und dann habt ihr die kleinen Teiglinge schon fertig. Okay. Die tun jetzt noch mal eine halbe Stunde mit einem zugedeckten Geschirrtuch basten. Und dann kommen sie ab in den Ofen. So, meine Lieben, jetzt zeige ich euch kurz, wie ihr Anstellgut selber eben machen könnt. Im Cookie-Doo habt ihr ein Rezept drinnen für ein Anstellgut, also für so einen Roggensauerteig, wenn ihr den selber machen möchtet. Der muss so richtig säuerlich riechen, dann ist es richtig. Also fast ein bisschen noch Essig. Es ist im Cookie-Doo, wie gesagt, dieser Roggensauerteig drinnen. Bitte schreckt euch nicht. Da ist, ja, steht drinnen, dass man im Endeffekt 5 Tage braucht. Aber das ist nur beim ersten Mal. Ja, danach tut es euch immer ca. 50 Gramm weg oder 2-3 Esslöffel und es haltet im Kühlschrank dann ungefähr gute 2 Wochen. Also 1 bis 2 Wochen und dann nimmt man das ein bisschen wieder her, tut es in ungefähr 1 Liter Gefäßglas rein. Und bitte schaut, dass ihr da immer sauber arbeitet, weil ja, wenn man nicht sauber arbeitet, dann sprich nicht mit den Fingern reinfahren. So, und jetzt fülle ich da einfach ein bisschen Wasser noch rein, um den Rest sozusagen noch ein bisschen rauszuholen. Und ich mache meistens immer eine Menge von ungefähr 150 bis 200 Gramm. In dem Fall gebe ich jetzt ein bisschen lauwarmes Wasser rein, 150 Gramm, in dem Fall sind es 160 geworden, aber nicht schlimm. Und dann gebe ich die gleiche Menge nochmal an Roggenmehl dazu. Ich habe jetzt da eins vom Bauern, ihr könnt aber ganz ein normales, handelsübliches nehmen, ist kein Thema. Einfach 160 Gramm rein. So. Und dann tut das bitte einfach mit einer, ich nehme meistens eine Gabel her, ein bisschen durchmixen, dass es sozusagen so einen kleinen Teig ergibt. Und das mache ich immer am Vorabend, bevor ich am nächsten Tag sozusagen mein Brot backe. Oder ihr sagt mir, ja okay, jetzt ist es wieder eine Woche gestanden,
dann könnt ihr auch hergehen und sagen, so, okay, ihr setzt das wieder mal an. Und dann könnt ihr es in ein Glas abfüllen und auch im Kühlschrank aufbewahren. Nur bitte schaut, dass ihr wirklich ein großes Glas habt, weil das eben nachgärt. Jetzt ist es zwar unter Anführungszeichen nur bis zur Hälfte ungefähr voll oder ein Drittel und es geht aber mindestens bis da rauf. Okay? Wie gesagt, ich tue da gibt es dann so einen Deckel, lose, bitte macht den nicht zu, gell, sondern einfach so lose draufklicke und lasse das über die Nacht stehen. Und am nächsten Tag nehme ich das Anstellgut, so wie es ihr halt gesehen habt, wie ich es im Video jetzt schon gezeigt habe, mit dem Sauerteig flüssig. Okay? Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, habt ihr keine Angst, das zu machen. Den Sauerteig braucht ihr wirklich nur einmal machen. Und dann tut es euch immer wieder, wenn der jetzt morgen fertig ist, nehme ich da wieder einfach 50 Gramm raus oder halt 2-3 Esslöffel, tue das wieder in ein frisches Glas rein, gebe es in den Kühlschrank und dort hebt es wieder gute 14 Tage. Also eine Woche bis 14 Tage Minimum. Gewisse Hunde ja schon 3 Wochen gehabt. Ja, und glaubt mir eins, wenn der nicht mehr gut ist, das riecht ihr. Solange es säuerlich riecht, wie so ein bisschen Apfelessig, seid ihr auf alle Fälle richtig. Gut, nachher viel Spaß und weiter im Rezept. Hallo meine Lieben. So, ihr seht, die Brote sind jetzt schon super toll aufgehangen. Ja. Die schauen jetzt echt schon mega lecker aus. Und die kommen jetzt bei 230 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 40, 45 Minuten in den Backofen. So, meine Lieben, die 40 Minuten sind um, das Brot ist fertig, es riecht sensationell gut. Und solltet ihr einen Backofen haben oder einen Dampfbackgarer, könnt ihr auch, da gibt es eigene Brotprogramme und könnt es auch da machen. Ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal, Dankeschön, alles Liebe!